Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary. Und wie ihr seht, Herrschaft auf der Map Dome. Ja, heute lautet mein Thema: Wie fange ich in einem neuen Prestige an? Das ist mit eine sehr wichtige Frage, die vielleicht nicht so häufig diskutiert wird. Und ja, ich habe hier mir mal die M16A4 rausgenommen. Die Waffe wird meines Erachtens ziemlich unterbewertet, aber man kann mit ihr auch relativ gute Scores erzielen. Neben der Typ 95 ist sie die zweite und einzige Dreischusswaffe in diesem Spiel. Ja, sie hat auch eine ziemlich gute Präzision. Vielleicht nicht so akkurat und stark wie die. Wie die Typ 95, aber sie ist meines Erachtens eher ihr ziemlich ebenbürtig und das Ironside finde ich wesentlich schöner. Ja, ihr seht, ich habe hier schon Level 4 erreicht, glaube ich. Und in diesem Spiel, in diesen 11 Minuten, habe ich auch ziemlich viel erreicht. Bin dann sogar um ein paar Level aufgestiegen. Ja, Standardabschussserien sind natürlich auch dabei. Auf der 3 die Drohne, auf der 5 die Predator und auf der 7 der Kampfhubschrauber. Semtex, Handgranaten, Erschütterungsgranaten sind auch dabei. Erschütterungsgranaten ziehe ich den Blendgranaten deutlich vor, da sie einfach viel schneller zu, zu werfen sind. Hätte vielleicht in der Situation geholfen und mit einer Einzel-FMG kann ich da natürlich nicht viel ausrichten. Ja, wie fängt man denn eigentlich ein Prestige an? Bei mir ist es so, wenn ich die ersten 4 Level bis zum Klasseneditor spiele, dann spiele ich meistens mit der Klasse mit dem Noob-Tube, mit Overkill, Sekundär, die PP90. M1. Und ja, das ist so meine Strategie, erstmal bis Level 4 hochkommen. Das klappt meistens in ein bis zwei Spielen. Und wenn ich dann Level 4 bin, dann hole ich mir eine Waffe. Meistens war es jetzt die UMP, aber da habe ich mir mal gedacht, probierst du mal was anderes. Die M16A4 sieht ja auch ganz nett aus. Und ja, es ist ziemlich ein gutes Gameplay draus geworden und das nehme ich hier jetzt auch so als Aushängeschild. Natürlich läuft es nicht immer gleich beim ersten Mal so gut. Und ja, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass ihr mit einer Klasse spielt, wo euch die Perks liegen und dann schaut, dass ihr einen Kill kriegt und da dann die Waffe aufhebt, ist nicht unbedingt so sicher die Methode. Aber wenn jetzt die Gegner eh fast immer mit MP7 oder PP90 oder ACR mit Schalldämpfer spielen, dann denke ich, ist es auch kein schlechtes Vorgehen. Ja, wie level ich schnell hoch? Erstens könnte man auf Vorräte spielen, das finde ich eigentlich das Beste. Zweites wäre dann, dass man mit den Unterstützungskillstreaks sich erstmal die Aufklärungsdrohne freischaltet und da dann ein bisschen bei Bodenangriff rumfliegt. Das ist auch eine sehr schöne und einfache Methode, eine sichere zumindest, schnell Punkte zu bekommen. Auf die Moab zu gehen und sich da dann gleich die Doppel-EP holen zu wollen, ist vielleicht ein bisschen kritisch. Weil man da dann ja eh eher defensiv spielt und wahrscheinlich nicht ganz so viele Punkte rausholt. Ja, es muss man eigentlich für sich alleine entscheiden, ob man jetzt zu Anfang auch auf KD spielt oder nur auf das schnelle Leveln geht. Denn wenn man auf KD spielt, sollte man sich sicher daran halten, nicht unbedingt gleich alle Positionen einzunehmen und bla bla bla. Weil da ist es ja klar, man stirbt oft und kriegt dann vergleichsweise aber viele Punkte. Wenn ich jetzt mal so schaue oder mir überlege, wie viele Punkte am Anfang zu Level 2 fehlen, das sind gerade mal 800 und ihr seht hier,
Da kriege ich schon mal 300 Punkte so für diesen Kill. Das sollte ja eigentlich extrem schnell gehen. Ich habe natürlich den Double EP Glitch. Das ist ja dann auch wieder was anderes für die Leute, die es haben. Die müssen sich da ja nicht allzu große Sorgen drum machen. Und ja, es ist Ansichtssache, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wenn man das Spiel jetzt doppelt so schnell durchspielt, wie es jetzt eigentlich geplant wäre von den Entwicklern. Aber da die Entwickler ja selber sich das Ganze eingebrockt haben, dass sie erstens diesen Glitch überhaupt zugelassen haben, dass sie das Ganze so lange ungeahndet haben lassen. Grundsätzlich ist es meiner Meinung nach so, dass die Entwickler von Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 extrem schlechte Arbeit leisten und sie anscheinend weder aus den Fehlern von Modern Warfare 2 noch aus den guten Ansätzen von Black Ops was gelernt hätten, sprich Glitches und Hacks und Cheats und was weiß ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man in Black Ops jetzt irgendwie durch einen Wurfmesser-Sprungteil auf die Map bzw. unter die Map irgendwann mal gekommen ist. Das gab es in Black Ops nicht. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler von Modern Warfare 3 da so unfähig sind. Es war schon in Modern Warfare 2 so, dass es ziemlich anfällig war für hier wäre eine sehr schöne Szene mit vier Leuten. Es war sehr anfällig für Cheats und Hacker und was weiß ich. Ich weiß nicht, wieso man das in Black Ops hingekriegt hat und in Modern Warfare 2 und jetzt in Modern Warfare 3 gar nicht. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht und freue mich natürlich wieder auf das nächste Spiel von Treyarch. Ich hoffe, das wird genauso geil wie ja, Black Ops. Aber da ich jetzt hier ein bisschen vom Thema abschweife, wollte ich mal wieder die Kurve kriegen und hier jetzt einfach mal zurück. Straight zu diesem schönen Point of View hier. Den kann ich euch nur empfehlen. Mit einer ACR oder einer Dreischusswaffe könnt ihr alles wegratzen. Einfach ducken, aufstehen. Die Gegner können euch gar nicht treffen. Es sei denn, sie kommen hier von der Seite. Da wir ja A hatten, war ich darauf nicht gefasst. Aber das ist wieder mal so ein Punkt, bei dem sich die Entwickler wahrscheinlich betrunken haben und dann das Spiel entwickelt haben. Ich weiß es nicht, das Spawn-System ist dermaßen von Scheiße. Mittlerweile macht es mir gar keinen Spaß mehr, dieses Spiel. Ich will jetzt nur noch meine, ja, 80, 120 Level schaffen, bis ich Prestige 10, Level 80 bin. Ich hoffe, dass es keine weiteren Prestiges gibt, die hinzugefügt werden. Dann werde ich vielleicht nur noch eins gehen. Man weiß es nicht. Wenn ich mal wieder Spielpause hatte von diesem, ja, Spiel oder von dieser, wie soll ich sagen, von dieser Qual, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Momentan bin ich, wie ihr sicher hört, nicht sehr begeistert. Auch wenn es mir meistens gelingt, einigermaßen gute KDs hinzukriegen. Ich weiß nicht, es fehlt mir einfach dieses gewisse Etwas. Und ja. Was? Ja, ach genau. Ich habe heute einen Clan gegründet, in den ihr nicht reinkommt. Nein, das ist ein privater Clan. Und falls ihr die nötigen Informations dafür habt, wie man denn so einen Clan hochlevelt, ja. Jetzt wichtig, hört zu, falls ihr wisst, wie man einen Clan hochlevelt, sprich mit Operationen, mit Herausforderungen, was man da alles machen muss, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich wäre euch sehr verbunden. Wenn ihr mir da helfen würdet, ich will natürlich mit meinen Freunden dann so einen Clan-Tag kriegen. Und ja, ich freue mich auf alle Kommentare. Außerdem freue ich mich auf FIFA, das ich jetzt gleich spielen werde. Und ja.
Entschuldigung, bist ein bisschen erkältet mal wieder. Ja, was gibt's noch? Die üblichen Akibo-Noobs sind auch wieder unterwegs. In letzter Zeit ist es einfach wirklich schrecklich. Also, es gibt Akibo-Spieler, es gibt haufenweise Quickscoper, es gibt unglaubliche Noob-Tuber, es gibt tolle von hinten Kommer, es gibt scheiß Spawn-Systeme. Es ist einfach Schluss aus. Schluss mit lustig. Und ja, kurze Information zu meinem nächsten Video. Und zwar wird es ein FF Akimbo Video sein, das ich auch auf Dome gespielt habe mit einer Akimbo Waffe. Ja, vielleicht kennt ihr es noch aus Black Ops, da habe ich damit angefangen, frei für alle mit Secondary Akimbo Waffen zu spielen und die Gegner dann wegzubashen. Ja, das ist mir auch hier wieder gelungen. Und ja, schaut es euch an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ein bisschen verplant, aber so ist es doch immer. Schöner Last Kill mit der M16A4. Ich habe eine gute KDE. Ziemlich viele Kills, ein paar Tode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst die Kommentare nicht. Ciao, bis zum nächsten Mal.